Deine Lunge ist ein Meisterwerk der Natur. Sie kann sich unfassbar gut selber reinigen, ohne Medikamente. Wie sie das macht, verrate ich dir in diesem Video. Ich zeige dir auch noch eine Technik, wie du das unterstützen kannst, eine Atemtechnik. Die zeige ich dir am Ende des Videos. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende hin dran. Die sollte jeder kennen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nico Lorenz, Physiotherapeut und Atemtrainer. Es geht heute direkt um die Lunge. Die Lunge hat nämlich ein unfassbar gutes Reinigungssystem. Normalerweise hat die Lunge ja nur die Funktion, den Sauerstoff, der um uns herum ist, in den Körper aufzunehmen, damit alle Zellen mit Sauerstoff verbunden sind, sie aufnehmen können und natürlich dann auch dementsprechend wieder den CO2 aus dem Körper wieder heraus zu transportieren. Das ist ja eigentlich die Aufgabe nur der Lunge. Die Lunge hat nämlich ein Problem, und zwar, es sammeln sich dort Feinpartikel, Verunreinigungen, Erreger und so weiter an. Und das passiert nämlich nicht selten, das passiert täglich, minütlich, bei jedem Atemzug können potenziell Hausstaub, irgendwelche Schadstoffe aus der Luft oder Erreger eintreten. Das ist ganz normal, also Aerosole können auch eintreten, das sind Erreger. Unter anderem. So, und die Lunge muss sich ja irgendwie selber schützen. Es gab ja nicht ein Leben lang Medikamente. Du kannst dir vorstellen, die Lunge ist innen drin wie eine riesige Baumkrone. Und da gibt es tausende, mehrere tausende Äste. Und diese Äste haben kleine Bronchien, das Bronchialsystem. Diese Bronchien dürfen nicht verschleimen. Es gibt dort Schleim. Auf den komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Aber was du dir merken darfst, diese Bronchien dürfen sich nicht entzünden. Das ist wirklich wichtig und gefährlich. Ansonsten kommt es zu Atemwegserkrankungen. Jetzt kommen wir zum Thema, die Bronchien haben einen Schleim. Und zwar sogenannte Becherzellen. Und du siehst auch hier, wenn du dir vorstellst, das ist so eine Bronchialwand, also da, wo Sauerstoff aufgenommen wird. Und diese Bronchialwand hat hier einen Ausgang. Das ist eine sogenannte Becherzelle. Und diese Becherzelle bildet darüber eine kleine Schleimschicht. Die Lunge ist ausgefüllt mit einer kleinen Schleimschicht. Und die ist auch wichtig, weil diese ist wie ein kleiner Fluss, der die ganzen Sachen wie zum Beispiel Bakterien, Feinstaub, Hausstaub und so weiter, das alles wieder nach oben transportiert. Das ist wie ein Fluss. Natürlich ist das sehr, sehr einfach gehalten. Das Problem, was manchmal auftreten kann, stell dir mal vor, das sind jetzt nicht nur zwei Staubpartikel, wie jetzt auf dem Bild, sondern sagen wir jetzt mal 50 oder 100.000. Und dann kommt es zu dem Problem, die Becherzelle ist überfordert. Dann möchte sie natürlich mehr produzieren. Hier wird es allerdings ein bisschen schwierig mit dem Schleim. Und der Schleim wird auf einmal dann zäh. Er wird zäh, er wird härter, er wird fester und es kann nicht mehr abtransportiert werden. Und jetzt kommt das Gefährliche. Jetzt kommt das Entscheidende vom Körper aus. Denn jetzt muss das Immunsystem eingreifen. Kommt es jetzt nämlich zu diesen Störungen und das Immunsystem muss Fresszellen schicken, muss weiße Leukozyten schicken und so weiter und schafft es, diese Erreger wieder abzutransportieren, dann kann die Becherzelle wieder ganz normal ihren Schleim produzieren und alles ist gut. Sollte das nicht der Fall sein und das Immunsystem kommt nicht dagegen an, dann gibt es nämlich ein Problem in der Lunge. Dann kann es zu Infektionen kommen, dann kann es zu Erregern kommen, die sich dort ausbreiten. Du musst nämlich wissen, diese Schleimschicht, die sich dort bildet, die ist ein idealer Herd für Erreger. Die setzen sich da an und können sich wunderbar vermehren. Es ist feucht, es ist dunkel, es ist mit Sauerstoff ganz viel und natürlich es ist flüssig. Also es ist ein idealer Boden für Bakterien und Viren. So, und dementsprechend, du musst das raustransportieren.
Dafür gehst du dann entweder, wenn du ein bisschen verschleimt bist, entweder dein Immunsystem macht das. Wenn es nicht passiert, dann brauchst du ein Medikament, das bekommst du dann vom Arzt oder bekommst so ein Gerät zum Inhalieren, meistens irgendeine Mischung aus Wasser, die du dann da einatmest. Und das kannst du nämlich noch unterstützen mit Atemübungen. Du musst es nur wissen, dass dieser Schleim, der sich dort bildet, dieser muss raus, damit es nicht zu einer Infektion kommt, beziehungsweise wenn eine Infektion da ist, dann musst du sie dementsprechend halt auch richtig behandeln. So, und welche Technik du da machen kannst, ist natürlich eine schleimlösende Technik beziehungsweise eine schleimabtransportierende Technik. Und die schleimabtransportierende Technik zeige ich dir jetzt einmal. Man nennt sie die lange Lippenbremse. Für Menschen, die Atemwegsprobleme haben, eine Must-Have-Übung. Die musst du kennen. Sie ist auch wirklich einfach. Du atmest mäßig tief ein. Wichtig ist, dass du mäßig tief einatmest, weil du möchtest ja, wenn du jetzt tief einatmen würdest, dann wäre das, was du ja vorher schon gelockert hast, also du machst ja vorher eine schleimlösende Technik, damit du es abtransportieren kannst. Und wenn du jetzt tief einatmen würdest, würdest du ja alles wieder nach unten ziehen, was du vorher gelockert hast. Deswegen mäßig tief einatmen, damit es sich langsam da unterfüllen kann. Und dann füll die Backen. Und dann puste so aus, als würdest du eine Kerze ganz weit weg versuchen auszupusten. Und das wiederholst du so ungefähr 5-mal hintereinander. Also Nase ein, mäßig tief einatmen, gespitzte Lippen, Wangen füllen mit Luft. Und auspusten. Wie gesagt, mach das 5-mal hintereinander. Vorher löst natürlich noch dein Schleim, also mach eine schleimlösende Technik, danach noch eine abhustende Technik und dann kommt noch ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung. Das lernst du aber auch alles noch von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Abonniere meinen Kanal und ich wünsche dir ganz viel Luft, ein paar wunderschöne Tage. Bis dahin. Dein Nico.